Ein typischer Wochenmarkt im Rheinland. Gemüse und Obst in Hülle und Fülle. Der aufmerksame Beobachter kann an dem Warenangebot die Jahreszeit erkennen. Herbst ist es, denn frischer Blattspinat kommt hauptsächlich im Frühjahr und im Herbst in den Handel. Neben Selbsterzeugern stehen hier auf dem Platz auch viele Händler, die ihre Ware heute in den frühen Morgenstunden auf dem Großmarkt gekauft haben. Woher hat der Großmarkt das frische Gemüse, das knackige Obst? Das Rheinland und besonders die Ebene zwischen Rhein und Vorgebirge nördlich von Bonn gehören seit Jahrzehnten zu den wichtigsten grünen Anbaugebieten Deutschlands. Kein Wunder, dass sich schon früh Landwirte hier am Vorgebirge zu einer Genossenschaft zusammenschlossen. Heute gehören zum Erzeugergroßmarkt Zentralmarkt Roßdorf Strahlen rund 1400 Erzeuger zwischen Koblenz und Strahlen am Niederrhein. Einer dieser Erzeuger ist Konrad Schwarz, der Gemüsebauer über seine Produktpalette. Wir bauen einmal schwerpunktmäßig hier den Kopfsalat an, dann bauen wir aber auch bunte Salate an. Wir haben seit 2 Jahren einen recht neuen Salat im Programm. Das ist so ein Romana-Salat oder auch Little Gem genannt. Dann bauen wir sehr viel Blumenkohl an. Wir haben aber auch Staudensellerie in unserem Programm. Für den Winter haben wir Chinakohl und Knollensellerie im Programm. Schwarz? Ja? Ja, der muss noch eine Palette Staudensellerie in Kochdeckkisten machen, ja? 36, ja, in Tütten. Wie in der Industrie gilt heutzutage auch beim Gemüse die Devise Just in Time. Mit Salatköpfen funktioniert das so, indem die Bestellung jetzt zu uns reinkommt und wir in kürzester Zeit diese Ware dann für den Markt aufbereiten. Das heißt, der Kunde, der schreibt uns die Verpackung vor, welche Kistenart er wünscht, welchen Inhalt und zu welchem Zeitpunkt die Ware am Markt sein muss. Unweit des Salatfeldes befindet sich die Apfelplantage von Stefan Klein, ebenfalls Mitglied der Genossenschaft. Seine Produktpalette umfasst im Wesentlichen 16 Apfelsorten. Wir bauen nur Äpfel an und da eine ganze Menge Sorten. Da gehören hauptsächlich aber diese Sorten wie Elster, Gala, Boskop, Rheinischer Cox, Bärläppisch dazu, Bräbern ist als neue Sorte dabei und Pinova als neue moderne Sorte. Aber insgesamt haben wir so 16 Sorten im Betrieb. Und was ist die beliebteste Apfelsorte bei den rheinischen Verbrauchern? Sehr beliebt ist Elster und auch sehr bekannt, würde ich sagen. Bräbern ist sehr stark am Kommen, Gala hat einen guten Markt. Und wir hoffen halt, dass auch Pinova sich demnächst am Markt gut platzieren wird. In Roßdorf laufen seit über 80 Jahren die Fäden beim Zentralmarkt zusammen. Die Geschichte des Zentralmarktes ist schon eine längere Geschichte. 1920 gegründet worden, soweit ich weiß, als zweite Versteigerung in Deutschland. 1914 ist gegründet worden Strahlen als Gemüseversteigerung. Wir 1920, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Davor sind in langen Kolonnen morgens um 4 Uhr oder 3 Uhr die Bauern hier aus dem Gebiet, und das Gebiet hat als Gemüsebau eine lange Tradition, nach Köln gezogen mit Eselskarren, Handkarren oder Pferdekarren und haben auf dem Heumarkt zum Beispiel ihr Gemüse vorgeboten oder auch Obst, was es schon damals hier gab. Da haben sich 6, 7 Alfter Bauern zusammengesetzt und haben gesagt, so, das wollen wir nicht mehr, wir bilden eine Genossenschaft, und das war die Keimzelle. Und wir sind dann durch weitere Fusionen zur derzeitigen Größe angewachsen. Und wir machen so inzwischen 120.000 Tonnen Obstgemüse und einen Umsatz eigenerzeugen. Wir kaufen auch noch ein bisschen Ware, Fremdware im Winter zu, ein bisschen Blumenkohl aus Frankreich oder Salate aus Südfrankreich. Wir machen einen Eigenumsatz mit Verpackung so etwa von 125 Millionen D-Mark. Ich rede nochmal in D-Mark, also das wären so irgendwo 62, 63 Millionen Euro. Die neueste Entwicklung. Am 1. Januar 2004 fusionierten die beiden Erzeugergroßmärkte Roßdorf und Strahlen.
Jeder Erzeuger fährt mit seiner Ware zunächst bei der Kontrolle vor. Karl-Günther Schmitz prüft nach Kriterien, die in Qualitätsnormen niedergelegt sind. Dazu gehören Frische, Gewicht, Auszeichnung und Sauberkeit der Verpackung. In zeitlich festgelegten Abständen zieht der Kontrolleur Proben für Rückstandsanalysen in unabhängigen Labors. Überhaupt wird den Erzeugern recht genau auf die Finger bzw. aufs Feld geschaut. Kontrollierter, integrierter Anbau heißt die Devise. Dieses umweltschonende Anbauverfahren gewährleistet Produkte, die den hohen Ansprüchen der Verbraucher gerecht werden. Darüber hinaus besucht eine neutrale Prüfinstitution jeden Betrieb einmal innerhalb von 3 Jahren. Alles klar. Auch in den Hallen greift Karl-Günther Schmitz immer wieder einzelne Proben heraus und überprüft sie. Gabelstapler bringen die Ware nach der obligatorischen Kontrolle in die Lagerhallen oder meistens gleich an die Tore, die auf den Laufzetteln angegeben sind. Die Erzeuger bewirtschaften rund 7.700 Hektar. Davon entfallen 60% auf Gemüse und 40% auf Obst. Der Anbau im Rheinland zeichnet sich durch eine besondere Vielfalt aus. Hier gedeihen 10 Obstarten und mehr als 50 verschiedene Gemüsearten. Von A wie Artischocke, erfolgreich seit Sommer 2000 im Anbau, bis Z wie Zucchini. Andere neue Produkte sind der Pinova-Apfel, Petersilienwurzel und Romaner Salatherzen. Die riesigen Mengen wollen natürlich auch an den Verbraucher gebracht werden. In besonderer Erinnerung ist die bis in die 1970er Jahre übliche Durchfahrtsversteigerung. In den Anfangsjahren, das hat noch auch in den 50er Jahren so funktioniert, ich glaube bis Mitte der 60er Jahre, das war lange vor meiner Zeit, da wäre dieser Saal offen gewesen, wo wir hier sitzen. Wir als Kunden, wir sitzen hier auf den Kundenplätzen, hätten eine Überdachung gehabt wie im Stadion. Natürlich nicht so komfortabel, aber wir wären regengeschützt gewesen. Und die Uhr hätte auch einen leichten Regenschutz gehabt. Und an der Uhr hätte der Versteiger gesessen, so wie er das heute auch macht. Und draußen hätten gestanden Traktoren vielleicht, kleine LKWs, Tempo-Dreiräder, Goliath-Dreiräder. Ich kenne das ja noch aus meiner Kindheit. Oder auch Handwagen. Und dann wäre Partie für Partie, jeder Bauer wäre mit seinem Produkt versteigert worden. In der Halle türmt sich die Ware für die heutige dingliche Versteigerung. Hier können die Händler Frische, Qualität und Verpackung in Augenschein nehmen und anschließend die ausgewählten Posten gleich ersteigern. An der Verpackung lässt sich aber nichts mehr ändern. Früher sahen Zentralmarkt, Versteigerung und überhaupt das gesamte Vertriebssystem noch anders aus. Wie es vor 4 Jahrzehnten zuging, daran erinnert sich ein Zeitzeuge, der Anfang der 1960er Jahre hier jobbte. Zu der Zeit, als ich hier arbeitete, da waren noch so kleine Traktoren, noch Pferdegespanne, kamen die Bauern mit ihren Pferdewägelchen hier vorgefahren. Der Versteigerungsbetrieb selbst, wenn ich hier diese Versteigerungshalle mir ansehe, völlig anders als früher, wo in dieser Halle eine mittlere Gasse war, eine Straße, wo die Fahrzeuge durchfuhren mit den Produkten, dem Gemüse und dem Obst. Und die Händler saßen dort und vorne an der Stirnseite war dann die Uhr und war der Auktionator. Und das ist aber völlig anders als hier. Ab Mittag lief die Versteigerung, lief die Uhr und die Händler orderten Partien von dem und jenem und gleichzeitig saßen in einem Raum einige Leute, die Kaufbriefe schrieben. Und ich gehörte zu diesem Team der Kaufbriefschreiber und das wurde auch per Hand gemacht. Diese ganzen Kaufbriefe wurden handschriftlich angefertigt, die Kaufzettel kamen rein in diesen Saal und wir hatten bestimmte Händlernummern und jeder hatte da eine bestimmte Serie von Händlernummern und die
So Nummern hat man dann rausgesucht und hat die entsprechenden Posten dann auf den Kaufbrief geschrieben. Und wenn die Versteigerung zu Ende war, dann mussten auch die Kaufbriefe fertig sein. 36. Längst haben Computer die Kaufbriefschreiber abgelöst. Die Auktion ist in vollem Gange. Neben der täglichen dinglichen Versteigerung gibt es noch den Vorverkauf. Dabei meldet der Erzeuger, was er am nächsten Morgen in welcher Menge liefern kann. Hier gilt das Motto: heute versteigert, morgen geliefert. Vom Serm 48 Kisten. 12. Vom Serm 36. Ist eine Partie beim Vorverkauf versteigert, kann der Kunde die Verpackung selbst festlegen. Dingliche Versteigerung und Vorverkauf machen heute am Gesamtvolumen etwa 40% aus. Der größere Teil des Warenumsatzes geschieht per Telefon, E-Mail oder neuerdings per Online-Versteigerung. Dabei scheint weniger der Verkauf Probleme zu bereiten. Und leider ist das in unserer Genossenschaft, und das wird woanders nicht anders sein, dass viel mehr Zeit drauf geht, die Ware zu organisieren und auf den richtigen logistischen Weg zu bringen, mit allen Problemen der Verpackung und Umverpackung und sonstigen Auszeichnungen, als die Ware dem Kunden zu verkaufen. Das ist zwar ein Problem vom Preis her und so weiter, aber das Verkaufen geht viel schneller. Das andere ist viel, viel zeitaufwendig. Was mit Eissalat? In Ordnung? Ja. Wie viel? Okay. Ja. Er hat es heute Morgen noch auch schon eingemacht. Ne? Kannst du schon absehen mit Blumenkohl, ob da ein Palettchen auf zwei mehr kommt? Ich wollte mal den Blumenkohl nachhören. Und fehlen uns drei Paletten zurzeit. Nicht nur heute eine hektische Atmosphäre. An allen Ecken und Enden fehlt Blumenkohl. Der Kunde muss schließlich zu seiner Zufriedenheit bedient werden. Dafür sorgen die rund 200 Mitarbeiter in der Roosdorfer Zentrale. Sie kümmern sich das ganze Jahr über um einen möglichst reibungslosen Ablauf. Konferenz kann ich da machen. Zum Team gehört auch der einzige Obstdisponent Lothar Ante. 14 Kilo sind in der Konferenz, 8 Kilo sind in der Lukas. Der Zentralmarkt vertreibt seine Ware ausschließlich an den Großhandel. Zum Beispiel an Fruchtkontore, Einzelhandelsfilialisten wie Edeka oder Rewe, Großhändler und auch an die Lebensmittelindustrie. Saison ist ganzjährig von Januar bis Dezember. Neue Kulturtechniken und Unterglasanbau für Gemüse machen es möglich. Ja, das Berlepsch, Partie 84, 48, 1%. Für Kernobst unterhält der Zentralmarkt seit 1970 ein Lager in Meckenheim, also mitten in den ausgedehnten Obstplantagen. In den Kühlräumen der Meko lagern bis zu 5000 Tonnen, hauptsächlich Äpfel und Birnen für den ganzjährigen Verkauf. Aus jeder angelieferten Kiste entnehmen die Kontrolleure Proben. Das ist noch knapp im Soll. Die Jodtinktur zeigt den Umschlag von Stärke auf Zucker. Je heller die Oberfläche, umso höher der Zuckergehalt. Dies zeigt den Reifegrad des Apfels. Ein, zwei Tropfen Saft auf dem Spektrometer genügen, um den Mostgehalt auf einer Skala nachweisen zu können. Alle Prüfdaten der jeweiligen Lieferung sind auf einem Beiblatt festgehalten. Die Ergebnisse müssen alle im Normbereich liegen. In der Meko stehen zwei hochmoderne Grefa-Sortieranlagen. Sie können pro Stunde 5 bis 6 Tonnen Obst sortieren. Kernstück der Sortieranlage ist die elektronische Farbqualitätserkennung. Jeder Apfel wird 18 Mal erfasst und nach Durchmesser, Flecken und Gewicht sortiert. Dies erspart mühsame und kostenintensive Handarbeit. Nur noch am Ende der Bandstraße steht eine Mitarbeiterin. Was der Elektronik entgangen sein sollte, sortiert sie per Hand aus. Eine Waage stellt das Gewicht der einzelnen Äpfel fest. Da die Tragetaschen 2 Kilogramm enthalten sollen, wählt der Apparat die Früchte automatisch so aus, dass das Gewicht erreicht, aber nicht wesentlich überschritten wird.
Der NewTech-Abfüllautomat kennt nur eine Verpackungsform, die Tragetasche. Daneben gibt es jedoch für Obst und Gemüse jeglicher Art eine fast unüberschaubare Vielzahl an Verpackungen. Wir haben inzwischen fast 100 Verpackungsarten. Es gibt fast keine Standardverpackung mehr, dass wir sagen können, so, die Verpackung ist die richtige. Und es darf eins nicht passieren, dass wir aufgrund der falschen Verpackung, also es wird zum Beispiel verlangt, 100 Kisten Lollo in Euro Club, ja, so, und wir haben die in IFCO stehen, es nützt uns gar nichts, um die Ware umzupacken, ist unmöglich. Also wir müssen sehen, dass wir immer die richtige Verpackung haben, und das kann man am besten mit einem System, dass man einen Tag Vorlauf hat. Vereinfacht Euro Club Blau. Ganz korrekt handelt es sich um eines der drei üblichen Umverpackungsleihsysteme. Nach jedem Gebrauch durchlaufen die Kisten eine Reinigungsstraße, und zwar rund 20 Millionen Kisten pro Jahr. Vielfach wird die frische Ware direkt zu den Toren gefahren. Von hier aus transportieren die 12 betriebseigenen Lkw oder die Fahrzeuge von Speditionen und Kunden die Ware an ihren Bestimmungsort. Rund 70% der Kunden sitzen in Nordrhein-Westfalen, ein Fünftel etwa in Hamburg, Berlin und Ostdeutschland. Gerade die kurzen Entfernungen in Nordrhein-Westfalen garantieren Frische und Qualität. Von wachsender Bedeutung ist der Export, zum Beispiel von Beerenobst nach Frankreich. Bei aller Kontrolle kann es passieren, dass Kunden eine Sendung reklamieren. Eine Retoure macht deutlich, wie der Zentralmarkt den genossenschaftlichen Gedanken im Sinne seiner Mitglieder ernst nimmt. In einer Halle treffen sich ein Erzeuger, der zuständige Verkäufer und der Kontrolleur. Ich sehe das als nicht berechtigt an. Ja. Ich habe mir den eben schon mal angeguckt. Also dafür, dass der von Freitag ist, finde ich, sieht er eigentlich noch sehr frisch und auch gut aus. Geboren habe ich ihn auch. Es schreibt 400 Gramm. Für 500. Für 500. Also ich habe keinen gehabt, der fast unter 500 Gramm war. Warum der jetzt zurückgekommen ist, ist für mich ein Rätsel. Kriegen wir den nochmal an den Mann gebracht, oder? Tja, seitens der Verkaufsabteilung ist das Problem jetzt mit der Verpackung. Ne? Verpackung, ja. Dann die Auszeichnung. Ist natürlich von der... Nee, die Auszeichnung ist das Problem, weil hier da auch noch der Strichcode drauf ist. Ja, ja. Wenn wir den alle nochmal anpacken. Mit Sicherheit sind nicht Vorteile. Dann lieber sagen, hey, ich mach bitte Kistenabstriche. Ja, ich wollte gerade sagen, über Preisverhandlungen, ich muss da ja auch dem Kunden entgegenkommen, wenn ich da jetzt einen finde, um da den Schaden gering zu halten, als wenn wir gar nichts davon haben und sagen so. Ne? Ja, wenn ich den zurücknehmen muss, das kommt mit Sicherheit schon mal vor. Wenn man kann und fährt Qualität schneiden, dann, wie gesagt, durch Witterungseinfluss oder so, verändert er sich in 2 Tagen so stark. Gut, dann nimmt der Erzeuger den zurück. Aber das sind Sachen hier, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, gewollt vielleicht, das zurückgeben, ich weiß es nicht. Ne? Ist natürlich ein Wert, das sind 10 Paletten, mal 9, 84, rund 4000 Stück. Ne, und dann jetzt mal, was ist er hier überhaupt? 25 Cent. Ne, das sind also 1000 Euro. Ne? Verlust. Ja, 1000 Euro wäre der Schaden. Ja. Wir können wirklich 5 Köpfe, die da wirklich so mal zwischengelandet sind, wirklich die Ursache sein, dass wirklich 15 Paletten Salat zurückkommen, ne? Wie wir jetzt hier auch der Fall hatten eigentlich. Ne? Vielleicht hatten die einen Glücksgriff gehabt und hatten sofort einen Matsch, will ich gar nicht abschreiten. Ne? Ein Matschfaulen beim ersten Griff in der Hand, geht mir auch oft so bei der Warenkontrolle. Ne? Gut, ich gehe dann noch weit, also wegen einem faulen Kopf würde ich keinen nach Hause schicken. Da würde ich sagen, den werfe ich raus, und, ne, wenn ich nicht weiter einen finden würde. Aber die sind da knallhart. Ne? Und wenn die da noch ein bisschen sich vielleicht verkalkuliert haben im Einkauf, wenn der Abfluss vom Vortag nicht so war, dann sind die ja auch noch froh, wenn sie wirklich was gefunden haben und können sagen, mach dir den LKW wieder zu, schick das wieder nach Reusdorf, lass die sich damit rumschlagen. Das kostet Nerven. Der Job Qualitätskontrolle ist ja vielleicht nicht gerade gehasst, aber nicht gerade beliebt. Und jeder, der das 3-4 Jahre gemacht hat, so war das bisher immer, fragt dann irgendwo mal bei der Geschäftsführung an, beim Vorstand,
wie lange muss ich noch und habe dann nicht was anderes für mich. Es geht nie um Geld oder was, sondern die wollen da mal raus, weil sie immer in diesem Spannungsverhältnis stehen. Einerseits Erzeuger, der ja hier zwar nicht das Sagen hat, aber doch mitbestimmt, dem muss man gerecht werden, aber auch dem Kunden gerecht zu werden. Das ist ein schwieriger Eiertanz, bestimmt. Erzeuger, Zentralmarkt, Großhandel und Verbraucher. Überall ein Interessengeflecht mit handfestem ökonomischem Hintergrund. Der rheinische Obst- und Gemüseanbau hat eine lange Geschichte und gehört zu dieser Region. Wenn wir uns fragen, was stellt das Rheinland dar, dann ist das ein Zentrum rheinischen Wirtschaftens, wo man vieles ablesen kann über das, was das Rheinland bedeutet, hier Obst- und Gemüseanbau einerseits, die Tradition des Obst- und Gemüseanbaus, dann aber auch dieses innovative Element, das hier von Anfang an vorhanden war. Und wenn ich das jetzt nach 40 Jahren sehe, dann auch erkennen muss, welche Dimensionen das hier angenommen hat. Also dann finde ich, ist diese Versteigerung ein Ausdruck einer leistungsstarken, dynamischen Region. Ja, wie viel haben Sie denn? Lassen wir drin die Hand voll. Ja, dann ja. Wir das aus. Eben, da das 2,10 Euro und zwei weiße Kohlrabi ohne alles. Sind nicht gesprungen? Nein. Nur aus Ihrem. Der kostet heute 50 Cent. Wie wachsen wir in Deutschland? Blumenkohl ist lecker, habe ich letzte Woche schon gehabt. Das ist eine deutsche.